Good morning, everybody, and welcome to another episode of My Hero Academia Season 5, Episode 21. So, das ist zu der Zeit, als Quirks noch nicht Quirks hießen, sondern Metapower. Dieses ganze Thema. Ob man Quirks nun benutzen sollte, auch wenn man keine Lizenz hat, ist ein, wie sagt man, Giant Rabbit Hole. Sowas, da könnte man eigentlich Stunden drüber diskutieren. Wie macht er das eigentlich, dass er seine Maske verstecken kann? Oder passiert es nur, wenn er sauer ist? Findest du geil, wie Leute sich aufregen? So, ja, Bones, sie hat alles kaputt gemacht, aber mein. Lest halt einfach den Manga. Sind nur noch 4 Episoden übrig. Das ist immer so eine Serie, die begleitet einem durch den ganzen Frühling und den kompletten Sommer. Und sobald die Serie vorbei ist, ist auch der Sommer vorbei. Gesehen, heute geht es um Togatan. Ja. Ich hoffe, dass sie eine bestimmte Szene drin gelassen haben. Ja. Er könnte natürlich sein, dass sie es ausgeschnitten haben, ja, dass es ein bisschen blutig ist. Ja, Dabi, warum musst du überhaupt irgendwas tun? Ja, ich meine. Wie können die Leute es wagen, dich zu fragen? Also kann der eigentlich auch normal laufen oder ist es eher so, dass er so rutscht? Das ist wie zu Corona-Zeiten, ja? Niemand ist draußen, wie 2020. Ja, aber ich verstehe das nicht. Wo ist die Stelle hin, wo es heißt, dass sie mit der League zusammenarbeiten wollen? Ja, und jetzt kämpfen sie schon gegen die League? Irgendwie ist es unter den Teppich gefallen.
Das ist der Broker. Giran ist der Broker. Miniboss. Das Spiel speichert von alleine. Himiko-chan. Sieht ja mal richtig heiß aus. Cool. Sie so, nee, hab ich keine Lust auf. Ist schade, dass die Szene fehlt, wo er mit seinem Untergebenen spricht. Ja, das ist nämlich relativ wichtig, um zu sehen, um seinen Charakter kennenzulernen. Ah, das wusste ich auch nicht, dass sie die nachher wieder einsammeln. Aha. Ah, okay. Verstehe. Was ist das? Das sieht ja mal richtig cool aus. Ja, das ist ja genau das, was die Leute eigentlich machen würden, wenn es nicht diese Regel gäbe, dass man seinen Quirk nicht einsetzen darf. Ja, außer man ist Zero. Also ich dachte immer, es geht aber darum, dass die Meta Liberation Arc die League zerstören will, damit sie von den Leuten mehr respektiert wird. Ups. Ja. Toga greift immer aus dem Hinterhalt an. Warte mal, was war denn der nochmal, ihr Quirk? Die hat einen ziemlich gefährlichen Quirk. Curious. Ah, Landmine. Ah, jetzt weiß ich auch, wer die Maske ist. Ich dachte, ich wusste nie, was die Maske ist. Also, das ist so ein Trinkgefäß. Ah. Bei Toga habe ich mal das Gefühl, je mehr man sie quält, desto mehr Spaß macht ihr das. Hä? Nee! Die hat nicht Bomben in das Blut reingelegt. Wie ist das möglich? Ah.
Aber welcher Schmerz? Ach, okay. Ja, das frage ich mich auch. Aber das ist interessant, weil es braucht nicht immer einen Auslöser. Manche Leute sind halt einfach Gaga im Kopf. Bei diesem Ich liebe dich, weiß ich nie wirklich, ist das so. Richtige Liebe oder ist das, weil sie denjenigen töten will? Alles, was ist stoned von dem Blut. Oh, das ist schon ziemlich creepy. Aber jetzt haben sie nicht gezeigt, dass sie den Vogel nämlich isst. Ja, wie sie so schön in den Vogel reinbeißt hier so, und das Blut raussaugt. Ich frage mich, ob das vielleicht gekommen ist, weil sie das Blut von Tieren trinkt und von anderen Menschen und irgendwie, weiß nicht, vielleicht ist sie dadurch verrückt geworden. Hat sich vielleicht vergiftet. Ah, die zeigen es doch. Oh. Yikes. Wie sie an dem Vogel nippelt. Ach so. Also sie war immer schon gestört, aber sie hat versucht, eine Maske drüber zu legen, ja. Und irgendwann ging es nicht mehr. Ist das nicht, warte mal, wie die Pieta? Ja, das erinnert mich total an dieses Gemälde. Ja, aber die Metas, die wollen doch, dass man seinen Quirk normal benutzen kann, ja, aber Togas Quirk ist einfach zu gefährlich. Wessen Blut das wohl ist? Nein, das war Udadakas Blut. Ach, das Schande. Oh. Schande. Ob sie auch noch was von Deko hat?
Ach ja, stimmt. Sie kann ja für eine Weile auch die Quirks benutzen. Stimmt. Krass. Jo, wie sie abgeht! Ich meine, so allein von dem Aussehen würde man nie meinen, dass sie so eine gute Kämpferin ist. Oh, das ist klasse. Oh oh. Also man kann sagen, sie hat gerade aufgelevelt, ha? Oh. Der Blick, ey. Super crazy. Oh oh. Oh. Oh, Scheiße! Aber kann sie eigentlich auch die Geschwindigkeit kontrollieren, wie schnell die Sachen runterfallen? Oh, das hat ihm gar nicht gefallen. So krasse Episode, ey. Oh. Die würden sich noch wünschen, sie hätten ihn nicht angegriffen. Oh oh. Gleich fängt er wieder an, sich zu kratzen. Ich glaube, das ist wie bei Wolverine, der durch Stress Erinnerungen vergisst. Das ist so ein Mittel, damit er sich schützen kann, ja. Oh oh. Mein lieber Scholli. Ah ja, jeder, der in Berührung kommt mit dem Decay, löst sich auf. Oh, es geht los! Den finde ich super cool. Da haben alle Leute gedacht, es ist eine gewisse andere Person, die auch Eiskräfte hat, ja. Cool. Der ist so cool. Aber gibt es da nicht die Theorie, dass sein Feuer gar nicht so heiß ist, sondern dass es eher ist wie Trockeneis, ja?
Oh Gott, jetzt sollte er wieder durch. Ach ja, stimmt, das Tuch. Ja. Oh nee. Aber ich glaube nicht, warte, wie lang geht die Folge? Nee, das zeigen sie nicht mehr. Nee, nee. Aber das zeigen sie ja nächste Woche. Oh oh. Das erinnert mich an dieses eine Meme. Die Frau, die auf dem Sofa sitzt. Oh oh. Ach, das ist er selber! Hey, ich dachte immer, der gehört zur League. Hä? Und dann hat er sich später der League anscheinend angeschlossen, weil ich war mir immer sicher, der gehört zu denen. Ha, okay. Wie die Serie mit den Villains umgeht, ist ein Ding an der Serie, was mir richtig gut gefällt, ja, dass sie auch den Villains eine Backstory geben und dass es nicht nur so ist, ja, der Villain ist halt böse, weil er böse ist, nein, dass sie auch einen Grund haben, warum sie böse geworden sind, ja. Auch wenn es jetzt bei Toga anders war, weil die war ja anscheinend schon immer ein bisschen durchgeknallt, ja. Aber es ist sowas, was mir generell an Anime gut gefällt, dass die da anders umgehen damit. Als jetzt zum Beispiel in westlichen Comics, wo ja oft der Bösewicht einfach böse ist und man erfährt nicht wirklich warum. Ich finde es so geil, wenn man ihn sieht und er hatte diesen total crazy Blick in seinen Augen, ey. Sadman's Parade, okay. Oh oh. So, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche. Bye, bye.